identifiziert durch Attribute in Java, die man dazu setzen kann. Annotations ist in Java, ein Interpreter ist Attribute. Und es wäre auch cool, wenn ich sagen kann, ich möchte mir aus diesen vielen, wahrscheinlich fast unendlich vielen Join Points, die raussuchen, die ich tatsächlich ansprechen will, nämlich all die Setter. Dann habe ich so eine Art Query-Sprache, die sagt, all die Methoden, die mit Set anfangen, die möchte ich jetzt wieder rausholen und für mich, die möchte ich reinschreiben. Und an diese Punkte setze ich dann weiteres Verhalten. Das nennt sich Advice. Und das kann ich vor diesem Join Point tun, danach oder sogar drumherum. Ich kann sagen, um jede Methode, die in einem Web-Service calls zum Beispiel, möchte ich die Preconditions, Postconditions austesten, ob alles gut gelaufen ist. Das sind Devices, die um bestimmte Point-Cuts herumgehen. Wenn man das aus der Java-App bekommt, dann hat man Glück, weil Palo Alto Research Center, also die Jungs, die auch das erste grafische User-Interface gebaut haben und die von CX finanziert wurden und die eigentlich, ja, Geniuses waren auf dem Bereich, die haben sich auch Aspect J ausgedacht. Und zwar ist es eine Erweiterung von Java. Und ist eigentlich die einzige Sache, die tatsächlich ansatzweise in Benutzung ist. Es gibt noch eine Framework von Spring, eine Framework-Erweiterung von Spring, die auch Aspect-orientiert ist. Die benutzen das zur Code-Generierung für ihre Framework-Klassen. Man bekommt, das wird immer noch maintained, das letzte Update war irgendwie vor 2 Wochen. Und da kriegt man einen eigenen Compiler für, weil die Sprache erweitert ist, das schafft der Java-Compiler alleine nicht, und einen sogenannten Aspect-Reader. Dieser Aspect-Reader ist genau dieses Programm, das das neue Verhalten hineinwebt in das alte Verhalten, das schon da ist. Dieser Aspect-Reader arbeitet in 2 Modi. Der eine Modus ist, ich baue es in den Source-Code ein, den es hat, und es gibt auch einen Binary-Aspect-Reader, der es tatsächlich in kompilierte Klassen mit einbauen kann. Das haben wir Sicherheitsbedenken, Aufruf, dann dazu kommt vielleicht noch später. Und das Aspect J Developer Toolkit ist eine Integration in Eclipse. Das gibt einem für das doch recht unübersichtliche Programmieren mit aspektorientierten Sprachen gewisse Visual Hints. Ich denke, wenn man die Sprache kurz mal reingucken, dann wird klar, was da möglich wird. Also, wie finde ich Point Cuts? Wie finde ich die Stellen, die ich zusätzliches Verhalten einfügen will. Also zum Beispiel, ich könnte sagen, ich möchte all die Stellen finden, wo eine Methode aufgerufen wird, call, von der Klasse point, die set x heißt und ein Parameter vom Typen int hat. Das kann sein. Ganz interessant dazu, es gibt auch noch einen anderen call, nämlich der aus dem Structured Exception Handling, den kann ich damit auch sagen. Ja, weil immer die Exception geworfen wird, möchte ich zusätzliches Verhalten einführen. Das ist so eine Sache, wo ich auch nicht sage, das könnte vielleicht nützlich sein. Sind noch Wildcards zugelassen, jetzt wird es wild. Ich kann nicht sagen, naja, ich möchte Set-Y-Methoden, aber ich weiß nicht, von welchem Typ die sind, ich weiß nicht, was der Rückgabetyp ist, ich weiß nur, erste Parameter ist vom Typ Long. All die möchte ich gerne haben. Darunter, also kann man Konstruktoren ansprechen. Alle Konstruktoren, die 2 Inters-Parameter haben, egal welche Klasse, möchte ich mir hier rauspicken und an denen vielleicht zusätzliches Verhalten anhängen. So weiter. Die Einschränkungen sind auch noch möglich in Visibility. Also alle Public, alle Static, alle Public-Methoden. Sehr interessante Sache. Ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel Service Interface habe, sagen, was ist Public? Alle Sachen, die nach außen gepublished werden, die sind für mich interessant. Oder alle Calls zu einer bestimmten Interface-Implementation. Und das ist schon cool. Also, meine, damit sichert man sich für die Zukunft ab. Man weiß nicht, welche Implementationen da kommen, aber ich kann sie jetzt schon mit einem sauber gewählten Pointcut auswählen. Wenn immer jemand meinen Document-Formatter benutzt oder den implementiert, kann ich ihn genauso in mein System einbinden, sonst ich muss meinen Pointcut für mich ändern. So. Und jetzt haben wir eine Art und Weise, wie wir diese Stellen finden können, die für uns interessant sind. Die Sachen lassen sich auch noch verknüpfen miteinander. Also sagen, sobald der Aufruf von einem Objekt des Typen Point ist und es irgendeine Methode ist, die ein Int zurückgibt, bitte, ihr Link. Genauso gut sind logische Operationen wie nicht alle Methoden, aber nicht vom Typen. Interessiert mich nicht. Und so weiter.
das ist ein gigantisches Thema, aber nur reinschnuppern, vielleicht so die unsere paar Ideen, wo man reingreifen könnte. Ich kann nicht nur bestimmte Punkte auswählen, sondern auch ganze Areas. Also all der Code innerhalb einer bestimmten Klasse. Den kann ich voreinschränken und kann mit einer logischen Verknüpfung sagen, in meiner Klasse und mit den Parametern. Oder all die Sachen, die innerhalb des Control Flows von Test Main sind. Alles, was außerhalb dieses Methodenaufrufs passiert, interessiert mich nicht. Solche Sachen. Also man kann da sehr, sehr genau mit komplexeren Point Cuts sich stellen, Code auswählen. Beispiel. Jetzt haben wir mal ein echtes Real-World-Beispiel. Ich möchte all die Setter locken. Wann immer an einem Point was geändert wird, sage ich, sobald das Target ein Point ist und der Call entweder zu Set X oder zu Set Y passiert. Und diesen Point Cut kann ich jetzt sogar einen Namen geben und ihn später verwenden. Point Cuts sind nämlich, weil wir gute objektorientierte Entwickler sind, wieder benutzbar. Und auch schön zu ordnen und einpackbar. Ich kann diesen Point Cut auch noch Parameter geben und sagen, bitte für das Verhalten, das ich hinzufügen möchte, hätte ich gerne Zugriff auf diesen Point, den ich gerade gefunden habe, damit man auf dem arbeiten kann, mit dem man vergleichen kann und ihn verändern kann. Das kann man mit diesem Konstrukt machen. Sagen, hey, dieser Setter gibt mir, wenn ich den Advice schreibe, wenn ich das zusätzlich schreibe, den Punkt zurück, an dem ich gerade hänge. Genau, also ich möchte die Gleichheit von zwei Punkten testen. Also, Point 1, das ist mein Ziel. Der Aufruf ist Boolean-Equals, das, was jedes Objekt hat. Und das zweite Zeile, die ich zurückgebe in den Advice, ist das Argument P2. Fertig. Der Advice dazu, das Verhalten, ist zum Beispiel das. Ich habe einen Server und der Server hat öffentliche Methoden. Und wenn immer diese öffentliche Methode aufgerufen wird, also wahrscheinlich, wenn der Call von außen kommt, von einem Client, möchte ich gucken, ob mein Server noch lebt. Das heißt, jedes Mal, bevor dieser Pointer aufgerufen wird, nämlich der die öffentlichen Methoden von dem Server aussucht, möchte ich testen, ob dieser Server S disabled ist. Wenn ja, habe ich eine Disabled Exception. Das Coole ist, diese Exception muss ich nicht in den Code des Servers schreiben. Der Server weiß überhaupt nichts davon, dass er getestet wird. Der Server ist eine minimale Klasse. Der tut einfach, was er tun will. Der macht ja keinen Error-Check. Der checkt nicht, ob er disabled ist oder nicht. Der State interessiert den Server überhaupt nicht. Der macht seinen Job. Das Error-Checking ist ein ganz anderer Aspekt, der hier ausgeführt wird. Aber verändere ich mich damit auch den Code-Contract von meinem Objekt direkt? Nö. Weil vorher sage ich, der Server wirft nicht unbedingt einen, welchen Error zu entworfen, disabled Exception. Aber plötzlich durch meinen Aspekt kann der Server an dieser Stelle eine Exception werfen, die nicht in seinem Interface definiert ist? Das ist eine gute Frage. Ja, eine Check-Exception in Java. Ich meine, dieselbe Exception, wenn es eine Check-Exception ist, habe ich damit sein Interface verändert und er verhält sich anders. Und plötzlich würde ein Aufrufer eine Klasse vorfinden, die nicht mehr dem Code-Contract entspricht. Das stimmt. Ist das richtig oder ist das einfach ein Beispiel, wo die Disabled Exception nur Runtime Exception ist? Sicherheitshalber sage ich das Zweite ist. Aber das ist eine gute Frage. Da läuft der Aspekt, ob das.